emotionales Gefühlschaos auf jeden Fall. Also unbeschreiblich, mehr als einer ist mir da auf jeden Fall abgegangen. Da ging mir von allem durch den Kopf, ist einfach ja, ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich glaube, wenn man für sein Land ja, die Europameisterschaft bestreiten darf, ist das das eine. Und wenn man dann halt auch noch in so einem wichtigen Spiel, wie ich gerade schon gesagt habe, für den weiteren Verlauf des Turniers eine Hütte machen darf, dann ist das nochmal Next Level. Und ja, das ist magisch. Kein Wunder, dass Sie nur 60 Minuten durchgehalten haben. Sie spielen ja in Italien. Wie fällt denn da Ihre Antwort drauf aus? Danke. Wer hat das gesagt, Marco? Soll ich wiederholen? Wer hat das gesagt? Thomas Müller. Ja, der hat das zu mir direkt nach dem Spiel gesagt. Er meinte auch direkt zu mir, wie kannst du nach 60 Minuten runtergehen? Und dann habe ich gesagt, besser 60 gute Minuten als schlechte 90. Und dann hat er gelacht und ich glaube, damit ist das Thema durch.